Meine lieben Zuschauer, in dem Projekt Breakthrough Starshoot will der Astrophysiker Stephen Hawking mit Unterstützung von Yuri Milner und Mark Zuckerberg, dem Gründer von Facebook, Miniaturraumschiffe mit riesigen Lasern in entfernte Systeme schicken, wo heutige Raumschiffe noch ungefähr 30.000 Jahre brauchen würden, um dorthin zu kommen. Und mit dieser Technik will er es schaffen, in 20 Jahren, also in dieser Zeit würde das Raumschiff dahin fliegen, und das ist nicht eine kurze Strecke, das sind 4,37 Lichtjahre, das sind 43,3 Billionen Kilometer, das ist also schon ein Haufen. Würde das Raumschiff da ankommen, das sind natürlich keine so riesigen Raumschiffe, sondern das sind mini kleine, so groß wie ein Handy oder so. Ja, und die wollen sie da hinschicken, und die fliegen mit einer Geschwindigkeit von 60.000 Kilometer pro Sekunde. Wenn ihr euch das nicht vorstellen könnt, das ist ungefähr so, ihr kennt doch das, man sagt 1 und das Licht ist 6 mal um die Erde. Wenn ihr jetzt 1 sagt, ist das Licht 1,5 mal um die Erde, so schnell wären die dann, wenn es die dann gibt. Und ich hoffe, dass es die gibt, weil dann wird das Erforschen von entfernten Galaxien und allem möglichen und Sternsystem viel, viel einfacher, und vor allem müssen da keine Menschen dann, keine Ahnung, eine Million Jahre in einem Raumschiff sitzen, wenn es überhaupt gehen würde. Ja, das wollte ich nur gesagt haben, und damit verabschiede ich mich schon wieder.